Hallo und herzlich willkommen in Melas Strickstube. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich ein Zopfstirnband stricke. Und zwar werde ich dazu drei gleich lange Bänder stricken und diese dann am Ende miteinander verzopfen. Was benötigt ihr, um dieses Stirnband stricken zu können? Erstmal natürlich Wolle. Ihr könnt jede Wolle, jedes Garn nehmen, das ihr möchtet, nach eurer Wahl. Müsst dann schauen, dass sich die Nadelstärke, für eure Wolle, euer Garn geeignet ist. Ich habe hier ein Woll-Acryl-Gemisch, bisschen mehr Wolle als Acryl. Und dieses Garn, diese Wolle ist empfohlen für Nadelstärke 4,5 bis 5. Und ich werde dieses Stirnband, diese Bändchen aber stricken mit Nadelstärke 3,5. Einfach damit das Maschenbild ein bisschen fester und feiner wird. Ja, was benötigt ihr sonst noch? Die üblichen Strickutensilien, Schere, Maßband, Nadel später. Dann, wie gesagt, Stricknadeln in der Größe, die für eure Wolle empfohlen ist. Ich nehme sie etwas kleiner. Das könnt ihr natürlich auch machen. Wie gesagt, dann wird das Strickbild einfach etwas schöner. Und dann habe ich hier noch zwei Nadeln von einem Nadelspiel. Die sind mir dann zum Schluss hilfreich, wenn ich diese drei Bänder miteinander verzopfen will. Ja. So, ich werde dieses Stirnband stricken für einen Kopfumfang von ca. 56 cm. Und diese einzelnen Bändchen sollen eine Länge haben von ca. 54 cm, also etwas weniger als der Kopfumfang ist. Die sollen so lang sein, dadurch das Verzopfen dann später ineinander flechten, wird das Ganze ja doch ein bisschen verkürzt, kürzer. Deswegen so lange Bänder, also etwas weniger als der eigentliche Kopfumfang ist. Und breit möchte ich meine Bändchen, die einzelnen Bändchen stricken, so circa 3,5 cm. Und dazu brauche ich, so wie ich gleich stricke, wie ich es euch zeige, 12 Maschen auf circa 3,5 oder ja, auf diese 3,5 cm brauche ich 12 Maschen. Es ist zu empfehlen, dass ihr euch eine Maschenprobe macht, dass ihr erstmal ein Stückchen Bändchen, so wie ich es gleich zeige, strickt, 10 cm meinetwegen, und dieses dann wascht und nach dem Waschen dann seht, ob sich das Ganze verkürzt hat, ob es eingegangen ist oder nicht. Falls es kürzer, kleiner geworden ist, müsst ihr dann dementsprechend länger das Bändchen stricken. So, und ich habe gerade gesagt, dass das Bändchen, das Stückchen, das ihr gestrickt habt, für die Maschenprobe dann diese Zentimeter beim Waschen eingehen kann. Es kann natürlich auch das Gegenteil passieren, dass es sich auseinanderdehnt. Dann müsstet ihr das Bändchen dementsprechend kürzer stricken. So, ich fange jetzt mal an und schlage erstmal 12 Maschen an. Gut, das habe ich jetzt also gemacht, meine 12 Maschen hier auf der Nadel angeschlagen und dann geht es jetzt los und zwar wird jetzt jede Reihe immer gleich gestrickt und ich
zähle die Reihen nicht, weil das so kurze Reihen sind. Das ist mir zu umständlich. Ich gucke da wirklich dann später nach den Zentimetern, dass die Bändchen gleich lang sind. Falls da mal ein oder zwei Reihen Differenzunterschied sein sollten, dann ist das gar nicht schlimm. Das merkt man am Ende dann gar nicht. So, also es geht jetzt erstmal los mit der ersten Reihe hier. Und zwar stricke ich die erste Masche rechts. Jetzt lege ich den Faden vor die Nadel und hebe dahinter die Masche wie zum Linksstricken ab. Aber den Faden lasse ich jetzt nicht hier oben wie ein Umschlag, sondern lasse den Faden direkt vor der Arbeit weiterlaufen. So, jetzt die nächste Masche wird wieder rechts gestrickt. Dann wieder den Faden vor die Arbeit legen und dahinter die Masche wie zum Linksstricken nur abheben. Den Faden davor weiterlaufen lassen. Jetzt den Faden wieder nach hinten legen, eine rechte Masche stricken, Faden wieder nach vorne holen und dahinter die Masche nur wie zum Linksstricken abheben. Faden wieder nach hinten, rechte Masche stricken, Faden nach vorne, Masche wie zum Linksstricken abheben, Faden nach hinten, rechts stricken, Faden nach vorne, dahinter die Masche wie zum Linksstricken abheben, Faden wieder nach hinten legen, Masche rechts stricken, Faden nach vorne und die letzte Masche wie zum Linksstricken abheben. Dann kommt jetzt gleich die nächste Reihe. So, und die geht wieder ganz genauso los und wird auch wieder ganz genauso gestrickt. Also die erste Masche rechts stricken, Faden nach vorne. Die nächste Masche dann nur wie zum Linksstricken abheben und den Faden hier vor der Arbeit weiterführen. Dann wieder den Faden nach hinten legen, eine Masche rechts stricken, Faden nach vorne holen und die Masche nur abheben. Rechts stricken, Faden vor, Masche nur wie zum Linksstricken abheben. Rechts stricken, Faden nach vorne holen und Masche nur abheben und den Faden wieder nach hinten. Rechts stricken, Faden vor, Masche abheben, Faden nach hinten, rechts stricken, Faden nach vorne und die letzte Masche wieder wie zum Linksstricken abheben. So, einmal zeige ich es noch. Geht wieder mit einer rechten Masche los, Faden nach vorne, dahinter die Masche nur abheben. Rechte Masche, Faden nach vorne, abheben. Und die letzte Masche wieder nur abheben. So, und so geht das jetzt die ganze Zeit weiter. So, ich habe mein Bändchen hier jetzt weiter gestrickt und es ist jetzt 54 cm lang und ca. 3,5 cm breit. Und jetzt werde ich das Bändchen oder die Maschen hier abketten. Moment, ups, ich habe mich hier ein bisschen verheddert. So. Und das Abketten mache ich folgendermaßen. Und zwar steche ich mit der rechten Nadel in die ersten beiden Maschen hier, wie rechts, wie zum rechts verschränkt stricken ein. Also von hinten
in die ersten beiden Maschen. Die stricke ich rechts verschränkt zusammen. So. Die nächsten beiden Maschen ebenso. Wieder durch beide Maschen von hinten einstechen, rechts verschränkt zusammenstricken. Und jetzt hebe ich hier die erste dieser Maschen, die jetzt hier auf der rechten Nadel sind, über die zweite rüber. So. Die nächsten beiden Maschen hier auf der linken Nadel auch wieder rechts verschränkt zusammenstricken. Und jetzt wieder hier diese Masche darüber heben. So, die nächsten beiden Maschen wieder rechts verschränkt zusammenstricken und die Masche, die vorherige, wieder rüberheben. Nächsten beiden rechts verschränkt zusammenstricken und Masche wieder überheben. So, und dann noch die letzten beiden. Auch rechts verschränkt zusammenstricken und die vorherige Masche darüber heben. So, dann ziehe ich mir eine Schlaufe, schneide den Faden ab und ziehe ihn durch die Schlaufe durch. So, somit wäre das erste Bändchen fertig. Und jetzt muss ich noch zwei weitere genauso stricken. Ich habe jetzt drei gleich lange Bändchen gestrickt. 54 cm wollte ich sie ja lang haben. Und wenn ihr euch da unsicher seid, ob diese Länge für euren Kopfumfang ja ausreicht oder zu lang ist, es kommt ja auch darauf an, wie elastisch, wie dehnbar das Garn ist, mit dem ihr arbeitet, dann könnt ihr auch einfach hingehen und diese Bändchen, nachdem sie dann die Länge erreicht haben, die ihr haben möchtet, dass ihr sie nicht abkettet, also noch nicht beendet und auch den Faden noch nicht abschneidet, sondern einfach auf der Nadel liegen lasst und das mit den anderen beiden Bändchen dann auch macht. Also stricken und am Ende auch nicht abketten und diese Maschen dann auch auf diese oder zu diesen Maschen hier auf dieser Nadel dann zuheben und das mit dem dritten Band genauso und dann könnt ihr dann schon oder erstmal provisorisch das Ganze flechten und die Enden dann zusammenhalten und um den Kopf legen, probieren, ob es euch von der Länge her passt. Falls es zu kurz ist, falls es zu eng ist, nicht so dehnbar, könnt ihr noch ein paar Reihen anstricken. Falls es zu lang ist, dass es zu locker wird, könnt ihr vorsichtig wieder zwei, drei Reihen zurückstricken. Gut, das letzte Bändchen habe ich jetzt auch abgekettet, so wie ich das vorhin schon mal gezeigt hatte. Und auf einer Seite hier lasse ich den Faden zum Vernähen nachher und auf der anderen Seite habe ich die Fäden schon mal vernäht von diesen Bändchen. Und ich markiere mir die Bändchen hier. Ich habe hier so ja, verschiedenfarbige Markierer, Maschenmarkierer hier, falls ihr sowas nicht zur Hand habt. Könnt ihr da auch ohne weiteres mit einem kleinen Faden arbeiten, einfach mal durchziehen mit einer Nadel, einen kleinen Knoten machen. Andersfarbig am besten jedes Bändchen markieren, damit ihr am Ende, wenn das Ganze dann geflochten, verzopft ist, wisst, welches Ende zu welchem Anfang gehört. Und jetzt kann ich diese Nadel von einem Nadelspiel ganz gut gebrauchen, denn jetzt schiebe ich diese Nadel hier durch alle drei Bändchen durch. So, eins,
3 und jetzt liegen mir hier diese Bändchen schön ordentlich nebeneinander und ich kann beginnen zu verzopfen, zum Flechten. So, und jetzt wird das Ganze hier verflochten und dazu fange ich hier mit dem rechten Bändchen von meiner Seite aus mit dem rechten Bändchen an. Leg das erstmal rüber, dann nehme ich das linke Bändchen, das weiße und jetzt das rote Bändchen hier und leg mir die Bänder jetzt erstmal schön locker hier im Zopfmuster zurecht. So. Gut. Und ich muss schauen, am Ende soll dann diese Reihenfolge weiß, Moment, sieht man es hier? Ja. Das weiße Bändchen links außen, das rote Bändchen in der Mitte und das lila Bändchen der rechten Seite. So soll das am Ende dann liegen. Deswegen habe ich mir die auch farblich markiert, damit ich da beim Zusammennähen gleich nicht durcheinander komme. Jetzt nehme ich mir hier die zweite Nadel vom Nadelspiel und steche dann hier unten auch nochmal durch die Bändchen durch, in der Reihenfolge, in der sie liegen sollen am Ende. So, und nun, tada, passt es zusammen. Lila, lila, rot, weiß. Und ich kann die Bändchen jetzt nacheinander zusammennähen. Das weiße Bändchen hier habe ich jetzt schon mal zusammengenäht. Und jetzt zeige ich euch mal hier, wie ich das mache bei diesem mittleren, bei diesem roten Bändchen. Da kommt es mir eigentlich hauptsächlich darauf an, kommt es mir hauptsächlich darauf an, dass keine allzu dicke Wulst entsteht. So, ich kann mir hier die Nadel rausziehen und hier die Nadel, denn diese beiden Enden möchte ich jetzt so verbinden. So, und zwar schlinge ich dazu den Faden nur von einem Teil zum nächsten. Guck halt, dass ich die Maschen hier erwische. So, die nächste Masche rein. So, die nächste. Wie gesagt, nur damit keine, also nicht fest, nicht dicke Wulst zusammennähen, sondern ja, das Ganze möglichst flach halten. So. Und zum Schluss noch hier nochmal. So, jetzt noch ein, zweimal hin und zurück, damit das Ganze auch hält. Und der Faden nicht aufgeht. Was ist denn da? So. Gut. So, und so ist keine dicke Wulst. Es ist ganz flach, diese Naht. Und jetzt nähe ich auch noch das letzte Bändchen zusammen. Das letzte Bändchen habe ich hier jetzt auch noch
zusammengenäht. So, und damit man das Ganze hier jetzt nicht so sieht, diese Nähte, die Bänder sind ja ganz locker hier drin, könnt ihr jetzt ein bisschen spielen und ein bisschen rumzuppeln an dem Ganzen, so dass die, jetzt muss ich schon selbst gucken, wo es denn ist, so dass die Nähte dann quasi unter den Bändern verschwinden. So, jetzt finde ich es schon selbst nicht mehr. Und muss mal gucken, hier zum Beispiel, ja. Und dann könntet ihr hingehen und könnt jetzt hier, damit das dann auch so bleibt, einfach einen Faden nochmal durch. Einfach nur mal hin und zurück. So, auf der anderen Seite beides miteinander vernähen. Das ist nur, damit es, wie gesagt, ein kleines bisschen fixiert bleibt. Ich mache das jetzt mal hier im Schnellverfahren. Und dadurch habt ihr dann die Nähte, die Nahtstellen von diesen Bändern. So. Total versteckt. So. Und hier, das würde ich jetzt auch noch mal hier so ein bisschen fixieren, also das obere über dieser Nahtstelle, ja, damit man, wie gesagt, die Naht nicht sieht. Gut, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachstricken und bis demnächst. Tschüss!